Da ist das Eisenschwert, das ich mir gewünscht habe. Hey ho Minecraft-Freunde, Survival Games in der 64er-Variante ist wieder zurück und wir müssen jetzt den Start erstmal schaffen. Schnell, schnell, schnell. So, hier war noch keiner dran, das habe ich genau gesehen. Schnell zurück hier, wir haben schon mal ein bisschen was abbekommen. Gut, an den Truhen war jetzt auch schon jemand dran, an der noch nicht. Und, hier war auch schon jemand. Oh Gott, und da falle ich fast in die Falle rein. Ja, es gab ein großes, großes Survival-Games-Update hier auf gomma.net. Darüber würde ich auch gerne in dem Video hier heute sprechen und euch das ein bisschen vorstellen und nebenbei die Runde rocken. Mal gucken, ob ich mir mit den beiden Sachen da vielleicht zu viel vorgenommen habe. Ich weiß es nicht. So, jetzt erstmal hier schnell den Steg hoch. Oh Gott, ich schaffe das nie beim ersten Mal hier. Hose an auf jeden Fall. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Und... helfe schon wieder nicht. Mann, was ist denn hier los? Gibt es hier für irgendwer einen Trick? Ich weiß es nicht. Bestimmt. So, jetzt schnell hier die Truhen abklappern. Vielleicht auch, na, wollen wir in den Wald? Da gibt es auf jeden Fall viele andere Truhen. Jetzt sind da schon welche. Das ist auch nicht gerade gut. Da war, glaube ich, auch schon jemand dran. Nee, aber eine Waffe hat uns das Ganze auch noch nicht beschert. Also, es ist ja Weihnachten. Man darf ja mal Wünsche äußern. Ich wünsche mir ein Eisenschwert. Oh, Eisenrüstung ist auch nicht schlecht. Guck mal, der hat jetzt für uns schon hier die ganzen Truhen gelootet. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja? Jawohl. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz gucken, was er dabei hatte. Zum Update komme ich, glaube ich, besser erst später, wenn sich die Lage gerade mal ein bisschen beruhigt hat. Gerade bin ich hier noch sehr auf Zack. Oh, da ist das Eisenschwert, das ich mir gewünscht habe. Es ist unglaublich. Jawohl. Ich habe gerade aber noch ein bisschen Angst, dass hier ein anderer lauert in diesem Wald, der uns vielleicht bekommen könnte. Deswegen erstmal hier den Überblick bekommen und hier auf die Bäume rauf. Aua. Ach, naja. War doch nicht Aua. Entschuldigung, war ein falsches Aua. War ein unreales Aura. Okay, okay, Freunde, jetzt mal hier auf das Flugzeug. Flugzeugentführung spielen. Zack. Uiuiui. An sich ganz nette Sachen, aber noch nicht der Hit. War hier schon mal jemand drin? Wir sind auf jeden Fall jetzt hier in der Sackgasse. Oh, hier war noch keiner. Hier war noch keiner. Wir haben einen Bogen bekommen. Nice. Haben wir schon Pfeile? Nein, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Müssen wir noch mal gucken. So, also unter anderem, jetzt fange ich mal mit dem Update an. Gibt es nun bei Survival Games eine neue Karte, die nennt sich Ruins of Tikal. Da ist schon einer. Hallöchen. So, den haben wir bekommen. Sehr gut. Der hat uns schon da so angeschielt. Hat schon um die Ecke geluschert. So, hier ganz vorsichtig mal sein. Guck mal, Spinnenweben lässt er einfach zurück. Die muss man mitnehmen und dann muss man sauber machen hier in der Truhe. Die Spinnenweben müssen da rausgeputzt werden. So, außerdem gibt es neue Achievements. Und das Balancing hat sich geupdatet. Nämlich ist es jetzt so, dass wir Waffen und allgemein Items gefunden werden könnten, die vielleicht früher eher seltener geworden sind. Und das finde ich persönlich sehr schön, dass man da wieder eine größere Vielfalt hat. Das macht natürlich das Spiel natürlich noch schöner, macht noch mehr Spaß dann hier zu spielen. Noch einen Fisch gefunden hier. Lecker, lecker. Unter anderem gibt es aber jetzt auch noch bei TeamSG ein Update. Nämlich könnt ihr dort mit bis zu 3 Personen euch in ein Team eintragen. Das ist aber nur, sage ich mal, kosmetischer Natur. Denn ihr könnt euch weiterhin schlagen. Und es dient wirklich nur so als Anzeige von eurem Team. Damit alle sehen, okay, ihr seid ein Team. Am Ende von dem Spiel überlebt, gewinnt natürlich nur die letzte überlebende Person. Ganz im Sinne von Survival Games. Ich bin hier übrigens auch gerade in einer Team-Variante. Es gibt momentan nur diese Team-Variante. Und deswegen können wir bei diesen 17 anderen Spielern in der Runde noch auf das ein oder andere Team treffen, wo ich natürlich gerade nicht so drauf hoffe, nicht so scharf drauf bin. Aber man weiß es ja nie, was jetzt noch so auf uns zukommt. Ich hoffe, dass ich hier jetzt noch ein paar Pfeile und so finde. Ich bin extra ein bisschen mehr am Rand, weil ich gerade doch gut Weihnachtsangst habe, dass ich hier vielleicht gleich Pech haben könnte und mir jemand mein Geschenk, hier mein Eisenschwertgeschenk, abluchst. Und ich habe Pfeile bekommen. Man muss sich nur heute Sachen wünschen. Wir haben Weihnachten, Freunde. Probiert es aus. Spielt Survival Games. Wünscht euch Sachen wie Pfeile, wie Eisenschwerter. Und die nächsten Truhen oder Gegner werden euch diese Geschenke bringen. In Wirklichkeit ist nämlich das Community-Event auch hier mit den Survival Games. Aber das wäre lustig. Das wäre heftig. Und in irgendeinem Spielmodus, dass man da auch Geschenke bringen könnte. So als Kid. Das wäre eigentlich voll lustig, glaube ich. Aber bestimmt schwer. Das würden die meisten gar nicht raffen. Dann würden sie immer denjenigen, die mit Geschenken so ankommt, direkt kaputt kloppen. Das ist ja auch nicht so der Sinn von der Sache. So, außerdem gibt es nun SG als Clan-War-Variante. Wurde oft gefragt. Sehr coole Sache. Habe ich was vergessen? Ich guck mal kurz. Ihr habt mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Deathmatch hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Und zwar ist es jetzt so, falls im Zweifel kein Gewinner jetzt feststehen sollte, dann ist es jetzt so, dass derjenige, der den meisten Schaden verteilt hat, die Runde gewinnt. Habe ich eigentlich noch bessere Schuhe? Nee, aktuell nicht. So, das heißt, derjenige, der am meisten auf den anderen eingekloppt hat, der gewinnt dann die Runde. So, es leben nicht mehr so viele Spieler. Ich sehe aber auch gerade keine. Ich folge, glaube ich, mal mit dem Kompass so ein wenig. Hier sind bestimmt noch einige. Hier wurde locker auch schon alles gelootet. Irgendwann, ja gut, in 20 Minuten kommt ein Refill der ganzen Truhen. So lange werden wir hoffentlich nicht mehr hier rumgeistern. Okay, die Spur. Ich muss riechen, ob sie frisch ist. Aha, ja, riecht ein wenig streng. Da musste wohl jemand schon mal auf Klo während einem Kampf oder hatte Angst während einem Kampf bekommen. Ich verfolge die Spur.
Mit meiner Nase und dem Kompass. Aha. Mhm. Man riecht es hier noch etwas in der Luft. Er muss ganz in der Nähe sein. Ganz in der Nähe, der alte Stinker. Aua. Hä, Alter, warum? Als ob, boah, das lag an seiner Angel. Ich hätte vielleicht auch mal probieren sollen, mit meiner Angel zu kämpfen. Aber man hat die Duftspur doch gerochen in der Luft. Ja, Freunde, wir spielen jetzt auch mal eine Runde Quick-SG hier auf Highrise. Ich bin so in Survival-Games-Laune. Das ist so heftig. Hab richtig Bock drauf. So, hier mit 20 Spielern ist es auch gerade ein bisschen angenehmer als eben gerade. Ja, naja, also ich muss echt sagen, der Hype ist aber auch ein wenig berechtigt, denn, hey Freunde, alle alten Minecraft-Hasen werden mir da jetzt zustimmen, wenn ich sage, dass eigentlich Survival Games in die Minecraft-Multiplayer-Geschichte eingeht, denn das war so der erste richtige Modus, sage ich mal, den man damals auf Servern gespielt hat. Eigentlich jeder große Server hatte Survival Games als Modus bei sich drauf und das war so das erste große Ding in der Richtung Spielmodus im Multiplayer und hat meiner Meinung nach echt einen Platz in der Multiplayer-Geschichte da verdient und daher finde ich es halt umso schöner, dass das Feedback von euch so schön ist, sage ich schon, so gut ist zu dem Update. Das freut nicht nur das ganze Server-Team, sondern auch mich als Spieler hier ganz, ganz besonders, weil jetzt einfach gerade wieder so viele am Zocken sind. Probiert es einfach selber mal aus, kann ich sagen. Macht echt wieder richtig Laune. Es war ja so eine Zeit lang ein bisschen außer Mode, aber jetzt gerade wird es wirklich gut gespielt, deswegen. Na gut, Freunde, also, wo sind die Gegner? Es leben nur noch 4. Ich habe mich gerade mal ausgerüstet. Und die sind bestimmt alle nicht in dem Gebäude, sondern ganz woanders. Okay, wieder einer gestorben. Wir sind schon gleich im Deathmatch. Alles klar, Freunde, ich habe mich gerade mal equipped. Immerhin besser am Leben zu sein, als schon lange wieder raus zu sein, oder? Muss man ja auch aus der Seite mal betrachten. Ich finde auf jeden Fall gerade keinen Spieler. Ich habe auch keinen Kompass. Hier ist einer. Hier ist einer. Komm, komm, komm her. Habe ich eine Angel eigentlich? Nee, ne? Hier vielleicht noch. Ah ja, super. Es ist ja Weihnachten, wie gesagt. Ne? Wünscht euch einfach irgendwas und ihr werdet es wahrscheinlich bekommen. Hier oben lauert er doch, oder? Er will uns doch überraschen. Ich habe doch seinen Plan schon lange durchschaut. Da vorne laufen auch noch 2. Wir sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Der Brustpanzer ist schon mal sehr stark. 2 andere nur noch. Ein Treffer. 2 Treffer. Ich hau einfach rauf, Freunde. Wie ihr seht. Yo, Alter, was? So. Ja, genau. Ja, genau. Guckt euch das mal an. Boah. Yo. Wir müssen ja nur mehr Schaden austeilen, theoretisch, wenn er jetzt die ganze Runde weglaufen sollte. Bam. Jawohl, und da gewinnt der Gommel die Runde. Freunde, falls wir uns nicht mehr vor Weihnachten auch hören sollten, dann wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten. Habt Spaß, habt eine besinnliche Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden oder wo auch immer ihr Weihnachten verbringen werdet. Genießt die Zeit. Ho, 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 kann ich da nur sagen. Wenn euch das Video hier gefallen hat und das Update, dann würde ich mich selber eine Bewertung freuen. Und dann tschö mit Ö.